Ja, lösen das Schmerz. Das ist natürlich wieder drauf. Naja, ich tüftel noch hier. Achso. Wir hatten heute auf der Arbeit das Phänomen gehabt, wir hatten kaum Mobilfunkempfang gehabt. Ups. Vielleicht ist irgendwas auch hier in der Nähe abgekackt. Ja, alles könnte dann. Nicht, dass es da noch liegt. So, mal gucken. Wir bleiben dran. Jetzt habe ich bei Ende des Monats, das letzte Wochenende in diesem Monat, habe ich BMX Camp, ne? Also von unserer Fahrradgruppe aus, ne? Mal sehen, ich hoffe nicht, dass dann Gewitter ist. Wäre doch lustig. Ja, dann noch im Wintergarten pennen, ne? Ja. Wahrscheinlich entweder Zelt oder Wintergarten, weil meine Freundin hat mir auch einen Wintergarten angeboten. Okay. Na, mal gucken. Habe ich jetzt. Und ich bin ja so ein bisschen mimosenhaft, was Heimweh angeht, ne? Sagt sie, da willst du gar nicht zukommen, da wirst du Fahrrad fahren, bis der Arzt kommt. Und da ein Wermutstropfen hat, da gibt es noch Wurst zum Grillen. Ach so. Und ich liebe Würstchen. Also ich muss Schieb. ehrlich, ja, also ich finde so zum Grillen ohne Bratwurst ist irgendwie, da fehlt mir auch immer irgendwas so. Ja, ne? Da fehlt eine Bratwurst brauche Wurst. ich. Ja. Schöne dicke Wurst geht immer. Ja, und ich, da wollen wir bestimmt so bis Mitternacht erstmal Fahrrad fahren, da, ne? Dabei in den Garten. Die haben ja so eine BMX-Parcours, so Rampen aufgebaut. Ne? Da werde ich Fahrrad fahren. Ich habe auch gesagt, ey, ich hoffe, wir stehen da nicht erst um 10 auf. Also, hoffe ja nicht. Nee, da geht es um 8 Uhr Frühstück. Und das ist ja super, da können wir gleich am Frühstück wieder Fahrrad fahren. Aber ich denke mal, wenn ich nach Hause komme, wenn Mike mich dann um 13 Uhr wieder abholt, werde ich wahrscheinlich im Eimer sein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Darauf. Aber Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Ah, das war auf jeden Fall. Also das macht dann auch Spaß. Vor allem, ich bin ja auch so schnell nicht kaputt zu kriegen dann, ne? Bist du noch da? Ich bin noch da. Also ich bin so schnell da nicht kaputt zu kriegen. Ja, ist auch gut. Sache sagt auch immer, ich hätte richtig Power. Und auch kein Muskelkater dadurch, gar nicht. Das ist gut. Also, manche sind dann ja sonst wirklich richtig K.O., ne, oder kaputt dann und Ja, hängen dann durch dann. beim letzten Fahrradtreffer war da so ein Typi, ne? Ich so, wie bist du jetzt schon im Eimer? Habe ich auch zu ihm gesagt. Ja, ich habe heute nur einen Toast gegessen. Ich so, erstmal was Vernünftiges. Ich habe ihm Ja, erstmal erzählt, Toast. was es bei uns gab. Oh, lecker, ich glaube, wir beiden kommen mal zu euch. Also ein Toast ist natürlich wirklich auch nicht so von der Ernährung nicht so das Boah, Wertvollste, ne? vor Ort würde ich keinen Toast essen. Da ist mal ein bisschen was Nahrhaftes. Englisches Frühstück geht wunderbar. Wir hatten hier Frühstücksburger mit, Ganzig Speck und Spiegelei. habe ich zwei von weggedroschen. Und das hat die erste Grundlage. Jeden Fall, das hält auch eine Weile vor, ne? Ist so. Ja. Vor allem gerade bei Sport, wenn ich weiß, dass ich sowas mache, dann drümmel ich mir nicht nur einen Toast rein. Das kann ich vor der Arbeit vielleicht machen. Ja, genau. Aber wenn du echt weißt, dass du jetzt demnächst gleich eine Menge Energie verbrauchen wirst, so ein Toastbrot, ja, weiß nicht, so, nee, das würde, nee, macht man nicht, glaube ich, Nee, ne? also ich kann momentan Nicht sowieso gut. erstmal kein Toastbrot sehen. Also bei mir ist immer so ein Punkt mit Toastbrot, irgendwann habe ich das dann wieder über, ne? Ich esse ja momentan gerne Haferbrei. Oder so. Brei. Ein Ja, so. Grießbrei oder sowas. Ja, sowas in der Art. Oh, lecker. Grießbrei ist auch toll. Und liegt auch nicht so schwer im Bauch, finde ich. Ungezuckerten Babybrei ist auch lecker. Was für zahnlose Omas. So, werfbarer Trank der Unterwasseratmung. Na gut. Na, Schoki schon wieder müde. Nee. Schoki überlegt hier gerade. Was überlegt sie denn? Eine Erdbeertorte. Teig habe ich. Den Zucker brauche ich ja noch. Zucker oder Honig. Eins von beiden nehme ich Der dann. Schmersch hat wieder betreten. Da
Aber Erdbeerkuchen mache ich dieses Jahr auch mal wieder ein paar Mal, glaube ich. Zuckerkuchen geht, Erdbeerkuchen geht immer. Und schon wieder Ja. weg. Nur was Warte ich ich. überhaupt nicht mag, sind Torten. Das geht gar nicht. Sahnetorten. Boah. Da könnte ich zu viel kriegen. Na, schmeckt ist der Wurm drin, ne? Oh, das ist ja Wunder, ja. Na egal. Nee, wir hatten jetzt bei der Hochzeit hatten wir, gab es so eine schöne Torte von einer, hatte eine Kollegin von ihr gemacht. Und richtig schön so mit, so mit Buttercreme. Also das hat schon echt gut geschmeckt. Boah. Oh, mit Buttercreme, richtig Kalorienbömmchen, ja? Aber richtig, Ja. ja. Also da, du hast danach aber auch jetzt nicht so wirklich nochmal Hunger gehabt. Ne? Da gab es später noch ein kaltes Buffet. Das war dann okay. Aber für die Zeit dazwischen hat das vollkommen gereicht. So, Geld eingesammelt. Und draußen. Gibt's ja wohl nicht. Ist ja schade. Oh, ehrlich, was machst du denn die ganze Zeit? Das freut mich auch. So. Wein trinken in erster Linie. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht habe ich den falschen Wein aufgemacht. Könnte ja sein. Wahrscheinlich. Du bist in deiner Herzog. Mine, sagst du, ja? Ich bin in meiner Mine. In deiner Haus- und Hofmine, ja? Genau. Dann komme ich da mal hin. So, ich habe schon ein Erdbeertörtchen. Wie gesagt, Smash, du kannst dich auch in der Küche bedienen, ne? Na, da komme ich doch zurück. Ja, buff. Sehe den Smash auf der Karte, ich sehe ihn. Apfelkuhblasepork, ne? Das magst du ja so gerne, ne? Ich friss alles, was schmeckt. Hauptsache mit Zwiebeln und Knoblauch. So. Raus. Wieder raus. Ist da unten irgendwas Besonderes hingebaut? Nee, nichts. Nichts Außergewöhnliches. Gucken, wo ist denn der Schmerz da? Wo bist du jetzt genau? Kannst du dich von dort wegbewegen oder geht das auch nicht? Nee, doch, das geht. Jetzt kann die auch wieder Fackeln setzen. Das könnte ich eben nicht. Aha. Also Wo komisch. bist du Ja, denn? Bist du hier das unten ist ja. irgendwo? Geh mal Rätsel runter. in der Finsternis, ne? Wo ist er denn, der Schmerz? Da Dass dir hinten. einer kaum begegnet die letzte Zeit, ist eine Hexe. Ist der Schmerz, glaube ich, immer noch unter mir noch. Der ist noch unter mir, der Schmersch. Wo ist der denn? Ich höre eine Tür klackern. Wo ist er denn? Du bist noch unter mir. Ich bin über dir. Bist du denn? Ach, da sehe ich dich irgendwo. Jetzt läuft's. Ob es läuft, braucht man sich gar nicht zu sagen nachher, weißt du, wie es ist. Bonjour. Da, da steht er ja. Na, Mensch. Ja, na, jetzt scheint, wenn du jetzt Fackeln setzen kannst, dann funktioniert's. Cool. Was machen wir heute überhaupt? Außer Fehler beseitigen. Ja, gute Frage. Gute Frage. Kennst du schon den neuesten Geheimort? Nö. Zeig ich dir mal. Also das ist der, was heißt, Dann der ist ist aber nicht nicht mehr neu. geheim. Der ist ja nicht mal. Also der ist auch nicht so neu, aber ich glaube, den habe Wo ich ist er noch gar denn? nicht so gezeigt, glaube ich, hier oben. Kannst du Wo ist mich er denn? sehen? Ja. Okay. Dumm, 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 dumm. Ich mach gleich Apricot-Glasse-Pork. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Und Boah. hier ist so eine schöne Endertruhe. Doch, dieses Blaue kenne ich irgendwo her. Bitte? Das Was? Blaue kenne ich irgendwo her. Habe ich irgendwo schon mal gesehen. Cool. Das Blaue, ja, ich glaube, das ist Netherziegel gechiselt. Genau. Genau. Du bist ja unser großer Schisselmeister, ne? Ja, hier und da. Diese Treppe erinnert mich irgendwie an Amitat. Kann das sein? Ja. Aber dafür ist er noch nicht groß genug oder lang genug irgendwie. Ja. Kennst du den Da Film geht noch mehr. Sakrileg?
Ja, ich weiß nicht. Ist das der erste Teil zu Der erste Tsuna? Teil. Erste. Huch, Splash ist weg. Hat aber schon länger geklappt als eben. Ich glaube, den kenne ich. Mit Tom Hanks ist das, ne? Genau. Ja, doch. Ja, den kennt er. Der ist klasse. Ist der Splash weg? Gerade war er noch da. Ist er wieder da? Der ist ja da. Du hast vielleicht gerade eine schlechte Internetverbindung, ne? Würde ich. Gewitterchen war ich eigentlich nicht, ne? Nee, aber ich, das würde ich hier gar nicht mal so ausschließen mit der schlechten Internetverbindung. Das ist, glaube ich, ja, möglich. Möglich. Also HTTP, oh, wir machen Schleichwerbung, funktioniert hier einwandfrei. Ja, vielleicht ist es das. Aber ich glaube, ich werde dann heute Abend mal vielleicht auch nochmal doch mal den Router ausschalten. Ja, mal für 5 bis 10 Minuten Strom wegnehmen. Ja. Dann geht es Ja, eigentlich das kann wieder. ich auch bei dir erkennen, Tembo, dass du bist eben gegangen, du warst eben extrem schnell. Oder es sind diese Stiefel, die du trägst, dass Ich dies so habe aussieht. die Stiefel auch an. Ja, vielleicht ist es dann das, okay. Ich kann die ja mal ausziehen. Hier krieg ich mir einen Hamburger. Nee, oh nee, du bist richtig schnell unterwegs. Also das ist auch ohne die Jetzt gehe ich Stiefel. ganz normal. Nee, das ist so, du gehst jetzt langsam und dann plötzlich bzzz, richtig mega schnell. Aber dann denke ich, dann wird irgendeine Ping-Sache hier Ja, das nicht ist so. Ping-Sache, genau. Oh Gott. Die Burger wolltest du nicht? Doch, doch, doch. Jetzt. Ja, da jetzt. Flupp. Habe ich denn hier? Ein Schädel. Ich habe einen Schädel gefunden. Was hast du denn gefunden? Was habe ich hier? Bist du da? Wo geisterst du da schon wieder rum? Ganz weit weg. Wo ist denn ganz weit weg? Das ist auch lustig. Ganz weit weg. Ja, wo ist denn bei dir Ja, du ganz weit läufst weg? aber ganz normal. Oder stoppst, bleibst du zwischendurch stehen? Ich bin zwischendurch mal stehen geblieben, aber jetzt zum Beispiel laufe ich ganz normal. Ja, also bei mir leckt es nicht, ist alles ordentlich. Also jetzt bist du weg. Ah, Dann jetzt ist er weg. ist es deine Internetverbindung. Kommt vor. Soll vorkommen. Joa. Sehr ärgerlich heute. Aber immerhin kommt man noch mal rein. Das ist ja Ja. vor 2 Wochen undenkbar. Ja, einmal Hatten wir. den Server gewechselt. Mit mehr Speicher. Ja, jetzt betreten die sehen aber nicht den Schmerz. Das Ich ist er. bin auch kurz weggelaufen, weil ich komme wieder zurück. Doch, jetzt sehe ich dich unten auf der Karte. Ich sehe dich. Ah. Ich sehe dich. Ein Kertsche. Auf der Kertsche. Das ist ja doof. Können wir heute ja gar nichts groß gemeinsam machen, ne? Immer wieder Nee. abhaust. Mal abdampfst. Feuerchen hier, sehr eklig hier. Nämlich für meinen Lego-Kanal war ich auch wieder erfolgreich, wieder vorproduziert. Das passt alles, das läuft. Ich glaube, der Lego-Kanal wird auch ganz gut angenommen, glaube ich, ne? Alles Der cool. läuft gut, ja. Der läuft statistisch gesehen besser als der Spielekanal. Ich glaube, Lego ist auch echt ein beliebtes Thema, glaube ich. Das gucken Auf viele jeden Leute echt Fall. gerne, ja. Ich habe aber ordentlich wieder vorproduziert. Bis Anfang Mitte Juli jetzt. Immer am Samstag kommt ein neues Video. Genau. Und das machst du dann alles quasi über die Planung, also bei YouTube direkt, ne? Genau. So Planung, ja, cool. Kannst ja einstellen, wann es erscheinen soll. Hast du dann das Replay vom Jesse Junior dir mal angeguckt? In Ich seinem Excelsior? glaube, ah, Was weiß ich gar heute nicht. veröffentlicht wurde? Also heute, nee, das heute noch, von heute noch nicht, nee. Hat da sauber abgesahnt, doch. So ein Glück möchte ich auch mal haben. Und solche doofen Gegenspieler. Also, das ist auch einfach ein Glückstreffer, sowas. Also ich muss aber auch sagen, ich hatte schon so häufig, ich habe mich zwar auch schon echt häufig geärgert, dass ich, also zum Beispiel stand mal mit dem Ferdinand direkt seitlich zu einem, was war denn das? Ein IS irgendwas so. Und ich war, glaube ich, nur 3 Panzerlängen entfernt. Und ich hatte, glaube ich, sogar Gold geladen und ich baller ihm voll auf die Seite. Wir haben sie nicht penetriert. Natürlich nicht, klar. Und dann gibt es aber manchmal aber auch so Schüsse, die du wirklich aus der Hüfte, also
Irgendwie und dann pff, Treffer. Hä? Ja. Wo du denkst, der kann gar nicht getroffen. Aber okay, gut. Dann Ja. nimmst du das halt mit, ne? Das passiert irgendwie. Genau. Falls du mit dem Heavy oder Medium nicht eingezielt, oh, da ist so ein Jodeljochen, so ein Radpanzer, den schießt du mal, triffst ja eh nicht, rums getroffen. Toll. Ja. Dann schwingst du mal ein bisschen die Hüfte und dann kommt da mal was raus, ne? Muss noch ein bisschen hier aufräumen hier in der Umgebung hier kurz. Ist ja fürchterbar. Oh, der Schmerz ist noch da, ich sehe ihn noch. Er läuft auch. Liegt es wirklich an der Internetverbindung? Ja, ich dachte, es ist, glaube ich, so, ja. Ärgerlich. Cool. Dann quasseln wir halt mal ordentlich hier was, ne? Ja. Genau, unterhaltet ihr euch mal ein bisschen hier. Aber so gucke, deine Stats sind aber auch in World of Tanks richtig gut geworden mittlerweile. Ich habe jetzt leider eine Weile gar nicht gespielt. Das heißt, wenn ich jetzt wieder rangehe, dann wird es wieder schlecht sein. Also bist auch eine Orange wie ich mittlerweile. Ja. Ich bin, naja, leider jetzt wieder raus. Also eine Zeit lang lief das richtig gut, aber ich brauche halt auch echt so die regelmäßige Fahrpraxis, ne? Sobald ich dann irgendwie rauskomme, ist dann irgendwie so, ja. Ja, derzeit ist ja wieder hier Tank Rewards, ist ja jeden Monat. Da musst du dann 3000 Punkte einfahren. Und da kannst du ja, wenn du das zusammenkriegst, immer unten dir ein von drei Premium-Panzern aussuchen. Okay. Sind keine besonderen. Jetzt haben sie einen Pudel da, den Fury und den Steyr Waffenträger, glaube ich. Ja, okay. Also nichts Weltbewegendes, aber gut für Spielen und pro Spiel. Einmal am Tag kriegst du schon mal 100 Punkte. Dann läuft 25 Tage, dann machst du ein bisschen was anderes, dann passt das. Ja, ich werde auch die Tage wieder bis morgen auch wieder World of Tanks fahren. Hier ist das Wasser grün. Warum ist das Wasser hier grün? Dieser Shader verblüfft einen. Ich habe noch keinen passenden Shader gefunden. Oh, jetzt ist er schon weg, das Schmersch. Ist er weg, Aber ja. da bleibt es immer länger drauf, ne? Ja. Ja, genau. Das ist jetzt irgendwie so eine, ja, so ein Ding, ja. Aber egal. Ja, meine Stats wären ja sogar noch besser bei World of Tanks, aber ich habe Anfang das Ganze wie Arcade gesehen. Abgeschossen, neuen Panzer wieder rein und ballern. Aber es ist ja, weiß Gott, eine ganze Ecke mehr. Ist wirklich so. Ich habe anfangs, ich glaube, ich habe das Spiel von Anfang an auch echt falsch gespielt. Heute würde ich das auch ganz anders. Ich würde, glaube ich, würde jetzt anfangs, ich würde wohl nur den die russische Heavy-Linie erstmal machen und die amerikanische Medium-Linie und nichts anderes, glaube ich. Dann würde ich da Fahrpraxis sammeln und dann so wirklich nach und nach da dann wirklich dann da drin bleiben. Aber ich habe anfangs ja auch, ich habe auch noch nicht mal gewusst, warum muss ich jetzt irgendwelche Skills oder warum oder wieso Genau. und so. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, warum man das machen muss. So und ja, so nach und nach weiß man wieso, macht Sinn, sechster Sinn, na klar. Aber ich glaube, ich bin. Ich habe die meisten Matches auf dem Hetzer. Ich glaube, 700 Also ich Gefechte werde auch und auf jeden ja. Fall arbeite ich an der Artigan Mark. Ja, macht doch Sinn irgendwie dann so. Arti, an sich habe ich auch schon mal ausprobiert. Gefällt mir nicht. Das ist so, Doch. da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber ja, geht. Also, wenn man sich damit eine Weile mit beschäftigt hat, geht das, aber ist auch nicht so auf Dauer nicht so meins irgendwie. Nee, meins auch nicht. Doch, meins schon. Ja, du bist auch gut in der AD. Aber mein Fall ist aber gut für die Mission. Braun musst du teilweise auch mit der AT fahren. Der fährt gleich dran vorbei. Jetzt zum Stuck willst oder sowas, den du ja spielen kannst. So. Also die französische Leitreihe kann ich dir auch empfehlen. Die ist auch nicht schlecht. Die ganzen Autoloader, die machen Ja, ich habe Spaß. mal gesehen, Aber also die Moskau. sind gut, das wirkt. Ne, also ich die, weil die auch wirklich immer auch halbwegs alle gleich sind. Ne? Also dann, man kann die ganz zuverlässig fahren, die Dinger. Genau, ab dem 6er fahren So. sie sich alle gleich bis zum 10er. Das ist optimal. Worauf ich auch noch scharf bin, sind da die amerikanischen Lights, also bis 1049 oder dann noch Sheridan und so. Die irgendwie finde ich auch ganz, ganz nett so. Ja. Light fahren ist ja die hohe Kunst. Grüß dich, cool man. Hi. Hi. Ja, das Lightfahren an sich, das ist immer so, also
Mit dem Lux, das ist alles noch okay, wenn du nicht entdeckt wirst, das ist alles schön. So passiv spotten, hurra. Aber wie manche das dann so machen, das ist ja, oh, das ist da, nee. Ja, das setzt eine Karte für. Da musst du jeden Busch, jede Mulde, jedes kleine Hügelchen kennen. Von jeder Karte. Und so viel Zeit da noch investieren. Nee. Wenn ich froh bin, noch ein paar gute Runden. Und wenn ich immer schaffe, so viel Schaden zu machen, wie der Panzer Strukturpunkt hat, dann reicht mir das schon vollkommen aus. Ja, ich bin da auch eher so drauf, glaube ich, dass ich dann sage, okay, ich bin mit dem IS-7 dann irgendwann, wenn ich ihn mal habe, in 1000 Jahren auch ganz zufrieden, aber mit den Lights oder so. Also ich finde ich ganz schön, wenn die Russen-Tanks so einiges wegstecken können, das ist okay. Ja, T10, IS-3, ab da macht es richtig Spaß. IS-3 ist ein schönes Monster. Bin ich ja zum T10 gegangen und dann zum Objekt 277. Der macht auch voll Spaß. Der muss aber eher fahren wie Medium, weil er ziemlich schnell ist. Wie gesagt, IS-7 habe ich freigeschaltet. Mir fehlt die Kohle. Habe im Clan gepostet. Oh. IS-7, keine Kohle. Antwort von einem aus dem Clan war gewesen: War der Frontlevy, wieso hast du keine Kohle? Eine zurück nur geschrieben, ging für den S-Conker, S-Kong drauf, für den Super-Conker. Sagt er, Ja, okay. passiert, ja, echt, ey. Ich habe lange Zeit nicht mehr geangelt. Das könnte ich ja mal wieder machen. Angeln gehen, ne? Ich glaube, ich angel jetzt mal. Wo ist meine Angel? Da ist meine Angel. So, wir angeln jetzt mal. Kann man schön quatschen dabei. Würde ich beim Angeln dir nicht empfehlen. Wahrscheinlich sind nämlich die Fische. Diese Fische sind taub. Wunderbar. Damit wir so viele Panzer gerade freigeschaltet, mir fehlt einfach die Kohle. Objekt 257 macht auch sehr viel Spaß, der Neuner vom IS-7, der macht auch saumäßig Spaß. Ich habe Schuki mal einmal mit meinem fahren lassen, der ist ja voll ausgebaut, der hat gleich fast 2000 Schaden gemacht, fehlt dir nicht mehr viel. Jawohl. Mit Also der das Art, die sind. sahen ich ja auch immer gut ab, ne? Ja, der IS-7, die Reihe, die verzeiht eine ganze Menge. Für Anfänger gut geeignet, genauso wie die amerikanische Heavy-Linie. Also das sind so, wie gesagt, die würde ich auch am Anfang, heute würde ich das komplett anders auch spielen. Also ich habe anfangs auch einfach und den nächsten Pass und wieder ballern und wieder und gar nicht so auf den Gedanken gekommen, guck dir vielleicht mal die Karten an. Wo könntest du vielleicht, wie könnte es besser laufen? Genau. Also auf die Idee bin ich nicht so gekommen. Schade, schade. Ja, und jetzt läuft man halt irgendwie dann den schlechten Werten hinterher. Das ist halt so, Kenne oder? ich auch, genau. Auf meinem Krombel habe ich fast 1000 Gefechte und eine Gunmark drauf. Also ich bewundere die Leute, die ja auf dem Krombel drei Gunmarks haben, ne? Weil die Kanone ist ungenau, hat keinen großen Durchschlag. Und wenn du auf WOT-Garage guckst, da stehen dir die Anforderungen für eine Gunmark, wie viel Schaden du durchschnittlich machen musst. Holla die Ja, da hat Waldfee. meine Art, die Gunmark gar nicht schlau. Ihre Reparation, die Rate ist höher als 40, Bossplan 60% für die erste Gunmagel. Ja, du musst auf WOT-Garage gucken. Da ist alles eingetragen. Da siehst du das. WOT-Garage? Ja. Ich habe den Panzer angeklickt und auf Statistik bin ich Ja, da übergegangen. siehst du nur deinen durchschnittlichen Wert gerade, was gerade ist. Und da bist du Okay. mit deinen Werten, die du bisher erfahren hast, bei 43% nur. Und waren 60% brauche 65. ich. 65. Ja. Also ganz Für so die viel. erste. Also ganz so viel ist es dann auch nicht mehr. Das ist ein langer Weg. Das ist ein verdammt langer Weg. Musste immer viel, viel fahren, fahren, fahren. Das hilft nicht. Du musst viel Schaden machen. Naja, ich habe ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, als den ganzen Tag da WOT zu datteln. Genau. Und wenn das Wetter schön ist, bin ich eh draußen. Ich war eh schon immer ein Draußenkind. So, nochmal angeln hier. Zack. Also zwei Fische habe ich schon geangelt. Armbrot ist gesichert. Der gebratene Fisch erinnert mich immer an der Hobbit. Wo dann Balin kommt. Gibt es noch mehr davon? Ja, das war auch alles so schön, ja.
Ich habe einen Schlüsselanhänger geangelt, okay? So ein Namensschild. Auch nicht verkehrt. Oh, Schmerz will schon wieder nicht. Ja, es ist jetzt wieder, jetzt hat er wieder ein bisschen, jetzt war die wieder ein bisschen kürzer, die Dauer, wie ich online war. Oh. Jetzt wird es dunkel, ich beiße die Fische nicht mehr. Weil ich glaube, ich packe jetzt die Angel ein. Kommt hier nichts mehr. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Ich habe einen Karpfen, einen Modderfisch. Ja. Silvesterkarpfen, wa? Kannst da vielleicht noch eine Badewanne rum, was? Punsch, Punsch, du dusselige Kuh. Ja, toll, ne? Verstehst du, ne? Eke Alfred Silvesterpunsch. Von Zeiten, ne? Dann war er schon komplett ausgesoffen. Ekel, Alfred. Gegrillte Pilze gibt es hier, okay. Dürftest du heute auch gar nicht mehr. Die Sendung können sie heute so gar nicht mehr produzieren. Nein, oh, da würden sie ja alle, denn, oh mein Rassistisch Gott, und was weiß ich nicht ja. alles. Wenn sie alle sich nicht mal einkriegen, Da hätten sie dich ja am Pranger gestellt. gegrillten Pilze packe ich mal oben hin, ja? Ist das in Ordnung? Ja. Oder brauchst du sie noch für ein anderes Gericht? Nö, die kannst du oben packen. Okay. Gesagt, unsere Küche steht dir offen, Schmersch, wenn du was zu essen brauchst. Ja, wir haben gedacht. Jawohl. Gibt es hier rohen Karpfen? Gibt es auch noch nicht hier. Ne? Das ist die Fischtheke hier. Flupp. So, roher Karpfen. Ja, Fisch haben wir noch gar nicht so viel. Froschschenkel können wir machen, wir haben Frosch. Meinst nicht? Okay. Hätte ja sein können. Geh ich mal hier unten mal durch. Da. Diese wollte unten nochmal Geheimtüren bauen. Ja, habe ich auch noch nie gemacht. Man kommt einfach zu nichts. Man nimmt sie vor in Minecraft, das machst du heute und dann ist es irgendwie ganz, ganz anders wieder. Ja, ich habe neulich, war ich noch ziemlich lange, also unter Tage unterwegs, einfach, wann waren das? Vorgestern irgendwann. Einfach nur Stollen gebaut, Stollen gebaut, Stollen gebaut und da vergeht auch die Zeit irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, geht auch ruckzuck. Aber wir müssen einen Dschungelweg noch weiterbauen. Schoki. Müssen wir, wo wir dann da kurz vor Binger irgendwo rauskommen. Können wir noch weiter durchbauen, noch einen Weg noch weiterbauen bis Turm der Wacht. Ja, können wir ja beim nächsten Mal machen. Ich bin gerade ziemlich schwerst beschäftigt hier. Mit was denn? Kochen und Geld scheffeln und solche Sachen alle. Aha. Kochen und Geld scheffeln. Oh, der Coolman ist ja gar nicht hier drauf. Nö. Er ist aber hier im TS gewesen, im Chat hier gewesen. So. Und hier nach oben hoch. Ein Zeugen Jehovas vor der Tür hier irgendwo wieder. Ich überlege, wie wir angefangen haben, hier das Haus hier zu bauen. Also ein Schädel hatte ich noch nicht gehabt hier. Ich muss mal kurz vor die Tür gehen. Ich muss mal kurz diese unangenehmen Nachbarn hier. Aua, der haute mich. Der hat mich einfach gehauen. Ist denn noch jemand hier ohne Fahrschein? Hallo? Hallo? Sie hier? Lange kein Bauzi mehr hier irgendwo gesehen. Ich Ja, darf. vermisst du die? Ich nicht. Nee. Ich vermisse sie nicht. Nee, nee. Keine Panik. Das Einzige, was ich vermisse, ist eine Hexe, so eine Rotzefreche. Ja, die waren in der 1.10er-Version mehr vertreten irgendwie, ne? Ja, das stimmt allerdings, aber sie mehr da. Ja.
Man hat die damals auch gehört, ne? Die hat immer so gelacht oder so. Die hat immer so rotzefrech gelacht. Ja, die lacht in dieser Version auch so. Ja, aber nicht mehr, leider nicht mehr so rotzefies, weißt du? Eine schöne Hexe. Ich finde die toll, die Hexe. Aua, was ist denn hier los? Ein Spindchen, okay. War ein Spindchen. Weg hier. Von der Grünen Volkspartei hier. Weg hier. Sagt unsere 1-10er-Welt habe ich ja auch noch, ne? Die existiert auch noch. Würde das eigentlich funktionieren? Wir spielen doch hier über diesen Technik-Launcher, ne? Könntest du da mehrere Welten freischalten und man könnte die alle dann unabhängig voneinander dann bespielen? Theoretisch ja, praktisch haut das hier nicht hin, weil der Server hat bei mir eine IP-Adresse. Da müsste ich noch einen zweiten Rechner hier hinstellen, wo die zweite Ah, Welt okay. drauf ist. Ah, okay, verstehe. Okay. Das heißt, wenn er mal wieder die 1-10 die andere spielen wollte, müsste er das sagen, dann ist kein Problem. Also hätte ich auch mal wieder Lust, meine alten in der Welt. Da ist aber kein Traumkraft und so nichts drauf. Das Taumkraft ist mit drauf, aber kann man nicht benutzen, dann stürzt der Server ab. Das heißt, ich müsste Taumkraft da erstmal wieder rausnehmen. Oder man sagt halt, man macht nichts im Kessel oder man macht nichts mit Taumkraft. Dann macht man halt nichts mit Taumkraft. Fertig, Ende. Ja. Oder ich muss es wieder rausnehmen und das die Welt nachgenerieren lassen, in der Hoffnung, dass die Welt heile bleibt. Aber gut, ich kann man ja mal zusätzlich ein Backup nochmal machen. Ich wüsste gar nicht mehr in der alten Welt, wo da wieder was wo war. Ja, und dann suchen wir halt. Da gab es schon ein paar Orte, ja, das war puh. Genau hinten sitzt auf diesem Bergplateau, wo du die Burg gebaut hast, ne? War da nicht mal was? Zuerst diesen Turm, dann die Burg? Ja, es war ein Turm, weil ich nicht wusste, was ich baue. Dann wurde irgendwie immer mehr draus. Dann habt ihr versucht, da irgendwie NPCs dahin zu bringen, dass damit die sich da ansiedeln. Ja, Genau, genau. das haben wir, stimmt, haben wir noch gemacht, genau. Dann habe ich noch sowas wie die Akropolis gebaut, so ein Genau, Tempel. genau. Ach ja. Aber auch schön. Ja, die war wirklich Ja, schön. aber unser altes Zuhause noch, das eigentlich viel zu klein war. Hier, ich habe eine Hexe gefunden. Lacht sie auch so rotzefies? Weiß ich nicht, ich nehme jetzt meine Armbrust. Und die hat eine Warze auf ihrer Nase, ne? Das waren zwei Hexen. Die Hexe läuft. Aber immer wenn ich schießen will, läuft sie weg. Bumm, ist sie weg. Haben Hexe totgeschossen mit Armbrust. Armbrust ist gut. Aua. Ja, ich muss ab. Mal Wer tust gucken. du hier ein Schießen hier? Du da, Jetzt weg. muss ich erstmal gucken, wo wir ein Aprikosenbäumchen hier gepflanzt haben. Hier. Wieso brauchst du Aprikosen? Ja, ich meine, wir haben irgendwo eins. Ja, ich mache Aprikoglasse Pork, will ich machen. Und niedlich, da ist ja ein Aprikosenbäumchen. Aua, ey, wo bist du? Ihr kleiner Mann, hallo, du da. Ich stänker hier mal so ein bisschen rum gerade. Grüß Gott. Grüß Gott. Auch sie sind weg. So. Bewegt sich jetzt noch was? Nein. Nur ich bewege mich hier. Wusste ich doch. Sausack. So ein Saupreus hier. Kommandorhi. Haben wir jetzt aber nicht so gekriegt, hier besondere Sachen. Nichts Weltbewegendes. Okay. Hier geht's runter. Wo geht's denn hier runter? Hier geht's runter. Ah! Sorry. Hier geht's runter. Irgendwo in so einen Berg hier rein. Bin ich hier unten irgendwo in so einer Mine drin? Okay.
Und Gott, wo geht's denn hier hin? Ist hier irgendwas Besonderes? Toll. Hier gibt's nichts. Schade eigentlich. Jetzt habe ich hier ein Loch in Erde gefunden. Dachte, hier würde was Tolles geben. Na gut, ich habe hier so ein bisschen. So ein. Muss hier umpacken. Ich habe ja so viele Sachen hier schon wieder. Ein Schädelservi. Trank der Heilung habe. Das ist gut. Trank der Heilung ist immer gut. Ein paar alte Pfeile brauche ich nicht. Habe hier noch ein bisschen Salz gefunden. Salz bringe ich Schuki mit. Da freut sie sich bestimmt. Ja, ach, da oben ist das dann. Okay. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nö. Jetzt noch mal ein bisschen Salz. Das bringe ich auch noch mal mit, wenn ich schon mal hier unten bin. Ja. Oh, jetzt habe ich Aprikosen. Hast du gefunden? Ja. Ja, ist doch schön. Ein bisschen Kies hier abarbeiten. Ich will hier unten mit ein paar Rohstoffe mitnehmen. Wenn du mal sagst, wo du da bist, ne? Das wäre mal sehr, sehr, sehr nett. Ich denke, du bist am Kochen. Frau, du jetzt kochen. Hey! Mann, du hast immer Schmacht. Da kann man ja auch noch kochen bleiben. Man muss kämpfen, man braucht Essen, man muss Ja, stark man sein. braucht Essen, genau. Und Feuer. Genau, und Feuer. Siehst du, Schmerz kennt das auch. Ja, Feuer. Gut, dass du so ein Weibchen hast, dass immer gutes Essen auf den Tisch bringt, ne? Ja. Das müsste ich wie ein Gollum machen. Wir müssen verhungern. Ja, oh Gott, ja. Nicht sausen an den Spinner. Den hätte ich auch das Fell aber noch angezogen, wie der dicke Hobbit. Ja, der garstige Hobbit. Ja, der Das hat aber stimmt. durchschaut, ne? Was die anderen nicht Ja, gemacht haben. er hat durchgeschaut. Ja. Die anderen saßen ja da mit ihm ja ein bisschen auf der Leitung, ne? So, ich gehe jetzt mal hier wieder hoch. Wir müssen verhungern. Genau, wir müssen verhungern. So, dann habe ich schon was hier mit. Okay. Ach, meine Schokoladenplantage ist die herrlich. Die findest du toll. Können wir mal abreißen, Schokoladenplantage, oder? Dann zieh ich dir mal die Ohren lang, du, das sag ich dir, du. Die sind doch schon so lang. Das macht ja nichts, dann sind sie gleich noch länger, hörst du noch besser.